nachdem wir uns also unterhalten hatten und Mama klar geworden ist und auch Papa, wie diese Frustration zwischen den beiden Elternteilen zustande gekommen ist und sie jetzt auch verstanden haben, dass es nicht einer Zurückweisung gleichkommt, wenn hier Mama zum Beispiel nach Hause kommt, ihr Kind begrüßt, mit ihm auch rumkuschelt und drückt 5 Minuten lang und dann sagt, so, jetzt möchte ich mit dem Papa reden. Und wenn du magst, kannst du mitkommen, aber du kannst auch in der Zwischenzeit spielen gehen. Und nach dem Abendbrot gehe ich mit dir nochmal spielen und dann gehst du ins Bett. Oder ich lese dir eine Geschichte vor und dann schläfst du. Beide Eltern waren ein bisschen skeptisch, ob das auch klappen würde. Natürlich klappt es nicht beim ersten Mal. Beim ersten Mal denkt das Kind, wenn eine Veränderung ist, ja gut, das ist jetzt aus Versehen passiert und ist diese Veränderung, hat das was damit zu tun, dass sich meine Eltern verändert haben? Das muss ich erst sehen. Also Kinder testen nicht die Grenzen aus, sondern Kinder testen die Erwachsenen. Sie testen, ob die Erwachsenen authentisch sind, ob sie das, was sie sagen, auch wirklich tun und davon überzeugt sind. Es ist bei Kindern wichtig, dass man etwas immer aus Überzeugung tut. Das heißt, nicht mit der Unsicherheit nach dem Stil, ja, vielleicht wäre es besser, es anders zu tun, dann sollte man abwarten, so lange, bis ich sicher bin, dass ich es so und nicht anders tun will. Weil diese Unsicherheit merken die Kinder und also werden sie verstärkt beginnen, hier sich, wenn man so will, einzumischen und vermehrt zu testen. Weil Unsicherheiten müssen ausgetestet werden, so lange, bis Kinder sich sicher sein können. Also haben die Eltern das erst einmal versucht. Und das Erstaunliche war, dass sie genau 3 Tage gebraucht haben und nicht länger. Da hat sich der Junge am ersten Tag und am zweiten Tag noch zwischen die Eltern gesetzt, um zuzuhören. Die Eltern haben gar nichts dazu gesagt und auch nichts gemacht. Sie haben ihm auch nicht Aufmerksamkeit gegeben in der Zeit, als er zwischen ihnen saß, sondern immer erst danach. Das heißt, als er losgegangen ist und sich um sich gekümmert hat, hat er einfach eine freundliche Meldung bekommen, dass das okay so ist, was er da tut. Und nach dem 3. Tag hat er sich daneben gesetzt, also nicht mehr dazwischen, sondern daneben und ist, während die Eltern geredet haben, im Wohnzimmer eingeschlafen und von da ab konnten sie das Ritual verändern und haben dann gemeinsam erst den Jungen ins Bett gebracht. Dann ist er gleich eingeschlafen
und die Eltern konnten sich dann nochmal um sich kümmern und ihre Beziehung verbessern. Wie kommt so etwas?